Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Wir haben das letzte Mal hier diese Bergbauhütte, hätte ich beinahe gesagt, nein, also da, wo der Bergbauer dann am Ende hin soll, gebaut. Und ja, da machen wir heute auch ein Stück weiter. Denn zuallererst braucht derjenige ja mal ein Dach. Zack. Ja, hier brauche ich eigentlich auch nichts. Hier kann man ganz normales Dach drauflegen. Bin mal gespannt, wie das dann wird. Ein Weidendach genommen. So, das ziehen wir auch hier drüber. Zack, zack, zack. Und hier in der Länge noch, was natürlich wieder mal nicht funktioniert. Das wäre ja auch viel zu einfach. Weitendach. Ja, wirst du wohl scrollen? Gut. Wird er. Mit viel Glück habe ich es jetzt auch ungefähr richtig von ihr habe ich. Zack. Also die Winkel passen wir dann alle an, aber erstmal muss hier gebaut werden. So. Und da drin haben wir ja ganz unten. Da. Den Steinmetztisch. Können Sie machen? Ist okay so. Die Sache ist aber, wir brauchen vorher ja irgendwo einen Platz, wo wir ja beispielsweise das Gestein, alles was wir jetzt aus dem Berg rausgeholt haben, irgendwo müssen wir es ja lagern. Ne? So. Zack. Und so, dann nehmen wir dann eine Treppe und ja, Zweck entfremden die mal komplett. Und damit, also für alle, die Landwirtschaftssimulator spielen, man könnte es als Silo ansehen. Würde da auf jeden Fall eine ganze Menge hinpassen. So. Die leiden jetzt unter Kälte. Okay. Das kommt alles weg hier. Die leiden unter Kälte. Jeffrey ist das. Ja gut, schwache Sommerkleidung. Aber da fällt mir nebenbei was ein, weil wir jetzt gerade eh in der Nacht sind. Ihr habt da was geschrieben, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Gebe ich ehrlich zu, habe ich gar nicht geguckt, aber jo, hätte man mal machen können. Wir haben ja einen Theobald, der immer wieder rummeckert, weil... Na, beispielsweise durstig, ja, können wir nicht machen. Aber er hat auch hässliche Ausstattung und das liegt laut dem, was ihr sagt, daran, dass er die Schweinekugel auf hat. Also fliegt die jetzt ganz einfach mal weg. Und wir machen nochmal. Hier was? Können wir das irgendwo abschalten? Na, wir sagen ja, ihr könnt ja alles auf den Kopf setzen. Ist
Stelle bla bla bla, müsste ich ein eigenes Profil erstellen. Nö. Das ist dann eher was, wo ich drauf achten muss. Und wie man mich erkennt, bekomme ich das locker hin. So, ihr lieben Ziegen und Schafe, den Notziegen. Wie wär's, wenn ihr jetzt mal langsam knickknack? Wir bräuchten langsam mal Transportiere. Genau. Wenn wir jetzt schon bei Bauer sind. Ja gut, Gerste haben wir noch nicht so viel. Ist halt alles noch im Feld. Aber man sieht, es wird mehr. Man sieht, hier wird es auch, ja, so nach und nach. Problem ist, Jeffrey muss erst ewig latschen. Haben wir ihm kein Regal gegeben? Hey du, haben wir nicht. Kann in dem Fall sehe ich später. Das können wir erstmal wegmachen. Da geht ein Stück darum, dass dann hier immer Lebensmittel sind. Ja, die verfaulen auch, das ist mir klar. Aber lieber verfault etwas, als dass der jedes Mal sonst wohin rennen muss. Ach ja, das war die Apfelplantage. Wow. Lass mal 3 Monate laufen. Hm. Ja, Alma macht hier schon frei. Das ist gut. Nebenbei haben wir jemanden für Forschung. Alma. Bei Forschung brauchen wir definitiv. Nichts ist schöner als misslungener Bau. Was haben wir draußen? 20 Grad? Ja, das sollte nicht so das Problem sein. So, junge Dame, machen Sie mal hin. Zack, zack, der Tag ist kein Gummiband. Alles entfernt, dann Mahlzeiten und das ist hoch, ne? Damit sollte jeden Tag ein Stückchen Mahlzeit da ankommen und ja. Wer schläft da eigentlich? Das hab ich schon wieder vergessen. Jeffrey. Und Jeffrey ist ja nicht mal richtiger Bauer. Wir lassen Winnerick da schlafen, ganz einfach. Dann hat Winnerick immer was zu tun. Macht zwar jetzt hier vieles auf den Feldern, kümmert sich weniger um die Bäume. Aber was soll's. So. Oh, die haben sie ja schon rundum eine ganze Menge gemacht. Das ist ja schön. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Na, also hier lagern wir dann die ganzen Erze und so weiter. Und dann muss das ja noch verarbeitet werden. Also einerseits da drin,
Andererseits, welche Richtung gedreht? Und dann oben hier. So, unter dem Dach kommt dann ein so, Vorteil. Das ist natürlich gut. Ach, Svetje macht das. Aha. Aha, Svetje. Was du so alles machst. Zack, zack, zack. So, die machen genug Essen. Also, das muss unter ein Dach. Gut. Also müssen wir hier schauen, dass wir das hier relativ in der Nähe haben. Oh, eine ganze Gruppe Tiere. Eine Katze. Schmelzofen war das, ne? Und wir nehmen einfach mal einen aus Kalk und stellen den auch hier hin. Dann kann hier an beiden gearbeitet werden. Wichtig ist natürlich, also aus meiner Sicht, dass wir einen Lagerplatz haben, und zwar darf der nichts haben, außer scroll, 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 Kohle und naja, Zweige, nö, mach erstmal nur Kohle. Ne? Und damit hätten wir dann auch die Möglichkeit, hier was zu verarbeiten, und wir haben die Materialien hier und hier. Kommt natürlich alles rein, außer Kohle. Kalkstein kommt rein, Lehm kommt rein, Silber, Gold und Eisenklumpen. Und keine Kohle. Na, dann haben wir hier einen schönen Lagerplatz. Gut ist. So. Ja, das hat seinen Grund, warum ich das so mache. Theobald ist verärgert. Was hat er denn? Ihm ist kühl. Okay. Aber er hat doch jetzt einen. Ja gut, Eisen, naja. Ja gut, bei 5, noch was Grad ist natürlich doof. Wir machen es ganz einfach so, wir sagen, wir gehen auf den Winter. Ich hoffe jetzt mal, dass wir genug Kleidung haben. Aber wenn Theobald kühl ist. Ausrüsten, Auto ausrüsten, Auto ausrüsten. Gut ist das. Ja gut. Das ist Ruhm. Kurz zur Erklärung, weswegen ich das so ausgefranst gemacht habe. Einfach wegen Optik. Ganz einfach. Es ist sogar so, dass ich sagen würde, das ist ja nichts Neues, was man hier baut. Also im Mittelalter war das ja dann auch nicht mehr neu.
Manchmal ist ja was kaputt gewesen. Zack, da ist halt hier die Ecke rausgebrochen. Keine Ahnung, ob das dann so gut aussieht, aber man kann es ja mal probieren. Na, es ist ja nicht komplett die Wände. Richtig so. So, ziehen wir mal den Kalkboden noch da lang. Genau. Oh, der ist sogar schon fertig. Definitiv kein Holz. Bitte kein Holz nutzen für sowas. Denn ja, 400 Holz ist jetzt nicht so wenig, aber zu wenig. Jonathan, wo rennst du jetzt mit hin? Gut, das mit den Wegen ist natürlich jetzt dann nicht so optimal. Hey. Und damit haben wir eigentlich schon die erste Lücke geschlossen. Vom Steinbruch zum Bauer, also hier zum Feld. Das ist schon relativ zusammengefügt. Ja, ganz ehrlich. Der Weg geht mir jetzt auf den Keks langsam. Weil wenn ich sehe, wie die immer wieder so hin und her laufen, das bringt's nicht. Wir werden dann am Ende sowieso ein richtiges Wegesystem bauen. Sage ich jetzt, hoffe ich mal. Und die paar wenigen Prozent, die das Vorteile bringt, naja. Was ist eigentlich Fünnerig? Ach, der macht jetzt Karotten. Man hat aber gerade gesehen, das funktioniert. Also er ist jetzt hier reingelaufen, hat den Proviantbeutel gefüllt. Hat genug Honigknusperle. Das hier brauchen wir. Das sind ja nur noch 30. Ne? Ja, dann ist das erstmal soweit. Die Ziegen scheinen sich immer noch nicht paaren zu wollen, aber ja, ich denke mal, das wird schon noch. Genau. Na, schau mal einer, guck. Auch hier im Bau geht das so langsam, aber sicher weiter. Das finde ich gut. Ja, gut, damit haben wir für heute schon erstmal diesen wunderschönen Platz an das Dach gemacht. So, schauen wir mal, ob das dann so funktionieren wird. Heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.